Guten Abend. Guten Abend, ist es schön warm hier, oder? Das ist der Knaller. Aber es gibt gute Nachrichten, weil jeder von euch bringt ja eine Körpertemperatur von 36 Grad mit. Das heißt, ihr senkt die gefühlte Temperatur in diesem Innenhof. Die haben wir heute Mittag gemessen, da war sie bei 41,2. Jetzt wird es ein bisschen weniger sein. Ihr senkt also diese Temperatur schon mal um knapp 5 Grad. Das heißt, ihr seid eure eigene Klimaanlage. Das ist toll. Das ist wunderbar und auch ganz umweltfreundlich. Das ist super. Aber wenn man das Wetter der letzten paar Wochen sich so anguckt, es ist Klima, also haben wir nicht, ne? Also klingt ja immer so harmlos, so Klimawandel. Also schön. Oh ja, wunderbar. Nein, wir haben keine Klimakatastrophe, wir haben keine Klimaverschiebung. Wir haben gar nichts. Deshalb hat heute unser Finanzminister Olaf Scholz die Parteigenossin aus dem Umweltressort, Svenja Schulze, auch so schön in den Senkel gestellt, weil sie gesagt hat, sie möchte doch gerne den CO2-Ausstoß der Autos bis 2030 erheblich senken. Und nun hat sich Olaf Scholz getroffen mit Betriebsräten und der Autoindustrie, also diese bandenmäßig organisierten Schwerverbrecher, und hat ihr klargemacht, dass das nicht geht. Ich habe mich so gewundert, weil normalerweise für die Zurechtweisung der Umweltminister waren eigentlich immer die Wirtschaftsminister der SPD zuständig. Aber da der neue Wirtschaftsminister ja von der CDU kommt, hat gesagt, Olaf Scholz gesagt, dann muss ich das als Finanzminister übernehmen, weil das die eigene, also das die CDU, also das können wir unserer Schwesterpartei nicht antun. Die Sozen sind so blöd, oder? Es ist unglaublich, das ist wirklich, das ist unfassbar. Ich habe mich nur gewundert, ich hatte heute so ein großes, also so ein großer Event und so, da muss doch also die Politprominenz irgendwo sprechen, die spricht ja immer gern bei solchen Gegebenheiten, also Tag der Milch oder Tag der Deutschen Einheit oder Tag der noch vorhandenen Bienen, aber es ist niemand da. Ich muss doch wenigstens Ministerpräsident Bouffier, der Bouffier, der müsste doch, aber der hat am 17. Juli schon abgesagt mit der schönen Begründung seines Büros. Er kann die Einladung in seinem oft sehr engen Kalender leider nicht mehr berücksichtigen, am 17. Juli. So ist der 4. August schon heute fest verplant. Ja, schade. Ich hätte ihn gern hier gesehen, so, wenn er auch sagt, ach nee, Klimawandel haben wir nicht. So, bleibst noch 5 Stunden länger, kommst aber auch schon mittags um 11. Das wäre gut gewesen, habe ich mir gedacht, na gut, dann muss ich halt, weil ich hätte mir das so gewünscht, dass zu diesem großen also Anlass ein Politiker spricht, so wie er eben immer spricht, der sich hinstellt und dann sagt, Pferde, angewieselte Pferde, verwiesene Pferde vom verwiesene Angelruten, liebe Metzger, verehrte Anwesende, heute ist ein Tag, ein besonderer Tag, kein Tag wie jeder andere. 50 Jahre Medico International Frankfurt, liebe Volleyballerinnen, liebe Volleyballer. Das heißt auch, über 50 Jahre des Kampfes für ein besseres Leben in Freiheit. In den Grenzen unserer Freiheit. Und so naschen wir heute, bald 30 Jahre nach dem großen Tag, einmal mehr an der Schokoladenseite der Geschichte, die uns aus dem Innenfutter der Manteltasche der Einheit so unerbittlich entgegenschmilzt. Wo Mauern gefallen sind, müssen Gräben gezogen werden. Nicht nur, aber doch im Besonderen. Und so blicken wir heute einmal mehr auf die, ohne die, aber auch mit denen all das heute für künftige Generationen nicht möglich gewesen wäre. So schauen wir mit Stolz und Freude erfüllt zu einem kraftvollen,
vorwärts, zum Aufwärts, mit Mut, das nach wie vor seine Gültigkeit behalten. Ich danke Sie. Oder so. Das. Irgendwie. Nein, nein, was in nein, nein, Acht, nein, nein. Also, oh. Hören Sie. Nein. Hören Sie, alles was recht ist. Herr Priol. Nein. Nein, jetzt hatte das ich so lange nicht alles vor gewesen. Ihnen. Das ist ja hallo. Ja. Hm. Darf ich auch mal was sagen? Ja, bitte. Ich wollte Sie vor Schlimmerem bewahren. Ah. Das kann doch wohl nicht alles gewesen sein. 50 Jahre Medico. Hier, wenn Sie mal genau hinsehen würden, sehen Sie, da sind Gründungsmitglieder dabei. Halb komatös, die erwarten doch Inhalt. Ja? Da muss man doch das große, den ganz großen Bogen spannen. Das große Ganze. Mene, mene, tekel, ufarsim. Was steht an der Wand geschrieben? Ah ja? Weiß ich jetzt auch nicht genau. Ich wollte... Ah, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Bouffier. Ja, Bouffier. Bouffier. Ich wollte darauf hinweisen, dass Herr Bouffier Gründe hat, heute nicht zu kommen. Der Mann ist beschäftigt, viele haben noch gar nicht mehr. Es ist Wahlkampf. Ja? Ich weiß nicht, ob Sie es übersehen oder überhört haben oder nicht wahrhaben wollen. Der ist im Keller in Wiesbaden. Das verstehe ich, da ist es kühl. Nein, nein. Herr Bouffier ist im Keller in Wiesbaden und arbeitet im Archiv. Er sucht Unterlagen raus, die es zu schreddern gilt. Wissen Sie warum? Weil Herr Bouffier, das sollte mal kurz gesagt werden, bevor die Wahlen anstehen, nicht? Herr Bouffier ist Inhaber, Ministerpräsident eines großen Archivs. Und der NSU-Prozess, der zu Ende gegangen ist, hat festgelegt, dass 120 Jahre lang für Akten verschwinden und der schreddert Akten, die darauf hinweisen, ach, die könnten, sind noch übrig dass es, lassen Sie mich ausreden, dass in Kassel, das muss ich Ihnen nicht sagen, ja, dass in einem Internetcafé in Kassel Dinge vorgefallen sind, ja, im Zusammenhang mit Morden, nein, aus denen man herauslesen könnte, dass Herr Bouffier in seiner damaligen Eigenschaft mit beteiligt war an der Verschleierung einer schweren Straftat. Nein, 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 doch, nein, 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 doch, nein, nein. Das ist genau das, was dieses Land dorthin bringt, wo es ist, dass alle immer so negativ denken. Wenn er noch ein paar Schredder, die nicht in den Verschlussakten vom Verfassungsschutz liegen, die anderen sind ja 120 Jahre weg, damit die Urenkel von ihm auch davon nichts mehr mitkriegen. Aber das ist doch nicht die Verschleierung einer Straftat. Sie müssen das positiv sehen. Wenn das unter Verschluss, dann dient das einzig und allein den Sicherheitsinteressen des Landes Hessen. Und da sollten Sie einfach auch mal ein Stück weit dankbar sein. Wollen Sie gehen an der Stelle? Das ja, finde ich sinnvoll. Ja. Ja. Es gibt, meine Damen und Herren, es kann kein Zweifel bestehen, es handelt sich um eine Provokation von Herrn Priol, eine Aufforderung, Herrn Bouffier dafür dankbar zu sein, dass er Teil einer riesigen Verschleierungstaktik ist. Nein, entschuldigen Sie, das Taktik nehme ich zurück. Das ist zu klein. Eine Strategie, um den Anteil des Staates daran zu verschleiern, dass hier über Jahre hinweg Menschen ermordet werden können, ohne dass die Hintergründe aufgeklärt wurden. Ich möchte, bitte, darf ich was zum Klima sagen? Es ist sehr heiß. Wenn Sie nach jedem Ende eines halbwegs gelungenen Satzes von mir versuchen zu applaudieren, werden Sie es später bitter bereuen. Tun Sie es nicht. Ja? Lassen Sie mich ausreden, hinterher können Sie machen, was Sie wollen. Ja? Ich wollte sagen, an dieser Stelle einfügen, dass der schwerste Angriff von Terroristen auf Menschenleben in der Bundesrepublik Deutschland seit ihrer Existenz ein Attentat auf dem Oktoberfest in München war, das bis heute nicht aufgeklärt ist, weil sich keine staatlichen Stellen die Mühe bzw. die Ehrlichkeit gegeben haben, rauszufinden, dass rechtsradikale Banden organisiert damals dahinter gesteckt haben. Und ja, das hatte ich jetzt gerade vorher gesagt, dass Sie es nicht tun sollen. Aber ich gebe zu, dass eine gewisse Emphase von mir Sie verleitet hat.
Was ich sagen wollte in diesem Zusammenhang, jetzt fällt mir das mit dem Menetekel wieder ein. Meine Damen und Herren, trotz des fortgeschrittenen Abends und der anhaltend hohen Temperatur, wir sollten nicht vergessen, dass die ungeheure Zahl von Menschen, die einem grauenhaften Leben entfliehen wollen, nicht weil sie Touristen sind, sondern weil sie keine Chance mehr sehen für ihre Existenz, dass die Zusammenhang eines großen Ganzen sind. Ich möchte dieses große Ganzen, damit nicht gleich Herr Priol wiederkommt oder dass wir hier den Abend unnötig ausdehnen, nicht weiter erörtern. Sie wissen, was ich meine. Ich möchte einen kleinen Aspekt herausgreifen, vor dem ich warnen möchte. Wir dürfen die führenden Köpfe, sage ich mal, das sagt man so, der AfD, Herr Gauland, Frau Weidel, wir dürfen Leute wie Herrn Seehofer, Herrn Söder, Herrn Dobrindt nicht in ihrer Intellektualität kleinreden. Auch wenn sie dummes Zeug reden, das ist nicht Ausdruck von Dummheit. Es ist etwas sehr viel Schlimmeres und Bedrohliches, meine Damen und Herren. Steve Bannon, von dem manche glauben, dass er gescheitert ist, weil er Sicherheitsberater von Präsident Trump war und es jetzt nicht mehr ist, das ist nicht wahr. Steve Bannon war in Europa. Es gibt zwei kontroverse Meinungen. Das bürgerliche Lager versucht sich selber zu beruhigen und sagt, ja, einer wie der Ben, der kann uns doch nicht erschüttern in unserer bürgerlich-konservativen Stabilität. Es gibt andere, die darauf hinweisen, dass Steve Bannon mit einer klaren, und zwar einer nicht heimlichen, sondern offen auf den Tisch gelegten Strategie in Europa ist. Er ist Teil von Thinktanks, die bezahlt sind von den reichsten Männern, ich sage das hier nicht lässig, sondern Männern Amerikas, die Gebrüder Koch, man kann gerne auch Koch sagen, ist mir völlig egal, und der Familie Mercer, die ihn finanziert haben und finanzieren, um Europa und die Idee Europas, die ja aus den Trümmern des Zweiten Weltkrieges entstanden ist, und ein Teil dieser Idee sind die Menschenrechtsdeklarationen der Vereinten Nationen, zu zerstören. Und dann steht in diesen Richtlinien, wir sollten einen Shitstorm von Medienmüll über die Menschen ergießen, bis sie nicht mehr unterscheiden können zwischen realer Berichterstattung und Nonsens. Wir sollten sie so zuschütten damit, bis sie aufgeben und nicht mehr wissen, wohin sie sich orientieren sollen. Das ist eine klare ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel, das ist zu theoretisch für die Temperatur. Beatrix von Storch, das ist kein Künstlername, die Frau heißt so. Und ihr Mann, der heißt, glaube ich, Horst Storch, das spielt keine Rolle. Ja, sie hat eine wichtige Funktion in der AfD. Sie hat im September 2017 ein Interview gegeben, können Sie in YouTube nachsehen. Da hat sie auf eine scheinbar dümmliche Art und Weise den Klimawandel ignoriert und hat gesagt, nein, ach, das muss erstmal bewiesen werden. Ja, das wollen die, dass wir alle unser ganzes Leben ändern. Vielleicht ist es auch nur so, dass das Wasser zu warm ist. Und das ist vielleicht zu warm, weil die Sonne zu viel scheint. Und das muss man doch erst, die Menschen müssen ja atmen. Und wenn man sagt, ja, die Menschen sind schuld, also sollen wir nicht mehr atmen. Das ist ein Interview auf diesem Niveau. Man ist verleitet zu sagen, sie ist von allen guten Geistern verlassen, wenn sie welche hatte. Das ist falsch, glaube ich, fürchte ich. Diese Frau ist unter Umständen dumm, aber nicht so dumm, wie sie in dem Interview. Ach so, ha, der Endeffekt war, da hat man gesagt, aha, hat der Interviewer gesagt, die Sonne, die ist zwar, ja, die ist wahrscheinlich unter Umständen einfach zu heiß. Das müsste man mal überprüfen, ob das nicht eigentlich der Grund ist. Und er hat gesagt, ah, dann wäre die Sonne schuld. Sollte man die verklagen? Also ja, könnte man zum Beispiel die Sonne verklagen, bevor man hier anfängt, so blöd rumdiskutieren. Das ist keine Dummheit. Das ist ein Teil von Shitstorm, um für die Mehrzahl der Bevölkerung die Orientierung so zu vernebeln, bis sie nicht mehr da. Ich bin kein Experte für Fake News, das möchte ich dazu sagen. In meinem Alter,
ich weiß nicht, was in den sozialen Internetmedien, das einzige Fake News, was ich immer kannte, war die Bild-Zeitung. Nicht da. Die kannte ich gut. Das hat mir auch gereicht als Fake News. Ja? Aber das, was jetzt ist, natürlich viel stärker. Aber das ist Teil. Die stellen sich unter Umständen dumm und das macht ihnen nichts, weil sie ein großes Ziel vor Augen haben. Die Desillusionierung und Zerrüttung des Unterschiedes zwischen Realität, Wahrheit und Fiktion und Fake. Mit dem Zweck, einen Zynismus zu etablieren, der die Leute dazu bringt, zu sagen, letztlich ist es egal. Und dann, das habe ich nicht erfunden, das steht alles in den Unterlagen der Vordenker von Steve Bannon und dieser Leute, dann können wir mit einer großen Person auftreten und sagen, hier geht es lang, hier habt ihr eine Orientierung. Und um nochmal einen deutschen Bezug herzustellen, einer der ehemaligen Assistenten von Herrn Sloterdijk, Peter Sloterdijk, habe ich früher sehr verehrt, dachte mir, Donnerwetter, ich möchte mal seinen Drogendealer kennen. Was der so vor seinen Auftritt in Talkshows so konsumiert, das ist ja toll, nicht? Der kann mich erinnern, wie er damals gesagt hat, das Zornkonto der Volksbank, das kann man nicht durch Handwerker füllen, sondern durch große Sammlungen. Und wenn das Konto auf der Volksbank, das Zornkonto, voll ist, dann wird es eine große Änderung geben. Danach hat er ein Buch geschrieben darüber, dass wir das Steuersystem auf Almosen umwandeln sollen. Da dachte ich, jetzt hat sein Drogendealer die Marke gewechselt, nicht? Einer seiner Assistenten ist jetzt in der AfD, einer der Vordenker, der sagt, wir müssen dafür sorgen, dass in Deutschland der, Originalzitat auch Sloter, der thymotische Druck sich verstärkt. Die Älteren, die ganz Alten, die noch humanistische Bildung ertragen mussten, thymotischer Druck, da steckt der Zorn dahinter. Aber den Zorn lasse ich nicht, meine Damen und Herren, solange ich noch lebe, lasse ich nicht von den Rechten okkupieren. Ich habe als Wertekonservative, der alles andere ist als rechts, ein Recht auf meinen Zorn. Die Konsequenzen aus meinem Zorn sind völlig andere. Und warum? Weil der Zorn, der thymotische Druck der AfD, wo sie systematisch hinarbeiten, das ist ein dumpfer Zorn, der keine Richtung haben soll, wenn sie ihn nicht vorgeben. Mein Zorn orientiert sich im Dienste der Vernunft. Ein großes Gut des Abendlandes. Papst Gregor I., oder auch Große genannt, hat im 7. Jahrhundert, das ist lange her, eine Lanze für die Vernunft, können Sie mal sehen, wie weit die katholische Kirche 1000 Jahre danach auf den Hund gekommen ist, wenn sie vor 1200 Jahren eine Lanze für die Vernunft gebrochen hat und dann das Gegenteil gemacht. Nicht, egal, wollte ich weiterführen, sonst unterbricht mich Herr Priol. Gregor I. hat damals gesagt, die Vernunft kann sich mit großer Wucht dem Bösen entgegenstellen, wenn der Zorn ihr der Vernunft mit großer Kraft die Hand reicht. Also, unser Zorn reicht der Vernunft die Hand und dann treten wir an. Jetzt müssen wir nur noch klären, was ist das Böse, und das möchte ich jetzt im Näheren detailliert ausführen. Die Vernunft und der Zorn. Das sind Aspekte, die wir... Franz von Assisi, um hier nochmal zu graben, hat gesagt, das ist eine große Gestaltungskräfte der Menschheit. Nun, wo wollen wir damit hin? Die Vernunft ist für uns ein Leitfaden, der aber brüchig ist, sehr brüchig. Die vollends aufgeklärte Welt erstrahlt im Zeichen triumphalen Unheils. Das ist kein schöner Satz. Ja? Den habe ich auch nicht haben wollen, bis ihn mir jemand hier aus dem linken Lager von Medico International dreimal hintereinander unter die Nase gerieben hat. Ja. Ich war ein Verfechter der Vernunft, und dann kommt jemand und sagt, ja, die Vernunft alleine macht es auch nicht. So, jetzt stehe ich da mit Vernunft, Zorn, jetzt müssen wir definieren, was das Böse ist. Herr Priol, wie sieht's aus? Herr Priol. Ja, ich war gerade an der neuen Meldung, man hört ja da hinten nichts, es ist doch unglaublich, ich habe mich so aufgeregt, dass Sie sich wieder so aufregen. Nein, ich möchte nicht. Ich habe extra provoziert mit Zorn, weil ich weiß, dass Sie dieses Thema nicht leiden können. Ja. Und dann kommen Sie nicht. Ja, doch, ich bin da, weil ich sagte, es ist doch alles Quatsch, Sie mit Ihrem Zorn und in der Wut und dem Negativen, Sie müssen doch mal das Positive sehen. Haben Sie die neueste? Oh. Haben Sie den neuesten Deutschland-Trend?
der neueste Deutschland-Trend. Warum lachen Sie? Weil die Union ist bei 29%. Das erste Mal seit Erfindung der Demokratie ist sie bei unter der... Die 3 steht nicht mehr dürfen, da kann man sich doch auch mal freuen, dass die... Moment. 3 nicht mehr dürfen vor... Wer garantiert uns, dass sie da bleibt? Das ist ja das Schlimme, es löst Schockwellen in der Bevölkerung aus. Jetzt werden wahrscheinlich die Bauern mit neuen Feldern zugedüngt, damit, also... Da habe ich gesagt, ihr kriegt noch eure Rüben, wenn ihr brav CDU wählt. Das ist ja immer, ihr müsst einfach da die CDU wählen. Aber es hat mich so gefreut, die letzten Wochen, also wie ich das, das muss die Hitze gewesen sein, also wie sich CDU und CSU, wie sich die Schwarzen zerlegt haben. Ich meine, dass wir das noch erleben dürfen. Schöne Sache. Kann ich Sie mit gar nichts locken? Schaffen Sie mal, das kennen wir doch normalerweise nur von der SPD, diese ganzen Untergruppierungen innerhalb der Union. In der CSU bildet sich eine Union der Mitte. Aha! Da hat man früher gesagt, Mitte, da kommt die Antifa um die Ecke marschiert. Jetzt bildet sich in der CSU eine Union der Mitte. In der CDU wiederum bildet sich die rechte Werteunion und der konservative Kreis und der Berliner Kreis und Konrads Erben. Und das ist alles nur passiert, weil die CSU nicht mehr weiß, wie sie mit dem Vermächtnis ihres großen ehemaligen Säulenheiligen, der jetzt ja an Kreuzen überall hängt, wer hängt denn da am Kreuz? Das ist der Franz Josef. Weil Franz Josef Strauß mal die Parole ausgab, Sie werden sich vielleicht erinnern, dass es rechts der CSU keine demokratisch legitimierte Partei, wo sie rechts von uns ist die Wand. Ja, die Wand, genau. Ja. Das waren die guten alten Zeiten, da war rechts die Wand und links die Mauer. Ja, ist richtig. Nun. Das war so herrlich übersichtlich und jetzt ist alles so gaga, die Union so harmonisch, dass man in eine gemeinsame Fraktionssitzung von CDU und CSU Blauhelmtruppen schicken muss. Aber wobei, glauben Sie das eigentlich, dass der Streit beendet ist? Nein. Obwohl, doch, hat der Seehofer betont neulich. Er hat gesagt, niemand in der CSU, das war alles von den Medien, künstlich, da hat er seinen Trump gelernt. Das war alles von den Medien, er twittert ja auch neuerdings, das war alles von den Medien aufgebauscht. Niemand in der CSU hat ein Interesse daran, die Kanzlerin zu stürzen oder die Fraktionsgemeinschaft aufzukündigen. Er hätte auch sagen können, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Eine Mauer zwischen CDU und CSU, das ist doch so gaga im Moment. Seehofer hat mit Rücktritt gedroht. Bitte, wo sind wir hingekommen in diesem Land, wenn ein Seehofer mit Rücktritt drohen kann? Ja, aber Sie sehen doch, der Nonsens schreitet fort. Das ist ja die Taktik. Aber er macht es gern. Er kommt ja immer wie in Jim Knopf und Lukas, der Lokomotiv. Ja, also, da kommt er wie der Scheinriese Turtur. Je näher mehr Seehofer kommt, desto kleiner wird er. Er droht ja immer so gern. Er sagt ja immer, in drei Wochen muss das nach meinen Vorgaben erledigt sein. Sonst dann sind die Leute immer ganz aufgeregt. Und jeder sagt, habt ihr gehört? Der Seehofer hat wieder sonst gesagt. Was? Aber... Nein! Aber ist das wirklich wahr? Hatten Sie da noch nie Angst? Der Seehofer hat sonst gesagt, ja, wie ist der Satz weitergegangen? Gar nicht. Na, also... Wer ist bei der Geschichte Jim Knopf? Ich vermute mal der Fraktionsvorsitzende der CDU, Volker Kauder. Neben Peter Altmaier, einer der beiden Palasteunuchen der Kanzlerin. Und... Es ist so gaga im Moment. Seehofer merkt, dass er sich in eine Sackgasse manövriert hat und dann fragt er noch, was soll ich jetzt machen? Und hinten im Auto sitzen der Dobrindt und der Söder und sagen, gib Vollgas, Horsti! Und das macht er. Ein Ego-Trip von Seehofer, ausgetragen auf dem Rücken von Menschen, die auf der Flucht vor dem Nichts sind. Um die geht's ja gar nicht. Nein, da haben wir uns ja dran gewöhnt. Das sind Kollateralschäden, wie man so schön sagt, im Militärischen. Ne, das sind Kollateralschäden. Wir haben heute die Meldung bekommen, 1500 Menschen sind seit Anfang des Jahres im Mittelmeer ertrunken, obwohl weniger Menschen fliehen. Das ist für manche Hardliner in der CSU und bei den Pegidisten und bei AfD eine Win-Win-Situation. Ja. Die einfach sagen, es fliehen weniger, aber es ersaufen mehr. Ja, Erfolg. So wie es in Dresden war, wie Pegida schön gesagt hat, absaufen, lass sie absaufen. Ja. Das ist für mich das Schlimmste, wenn sich die innere Hässlichkeit mit der äußeren vermählt. Ich habe die ganzen Bilder gesehen, es ist wirklich schlimm.
Aber Hauptsache, der Streit zwischen den Unionsparteien ist beigelegt. Aber die CSU trägt doch diese Hässlichkeit, die ursprünglich bei der AfD war, in die Salons. Raus aus den rechten Stammtischen in den Salon, in den bürgerlichen Salon. Nein, die CSU trägt die Monstranz. Die Monstranz der besorgten Bürger vor sich her und beruhigt die besorgten Bürger, dass das Verhältnis der Parteivorsitzenden wieder entspannt ist. Mich würde mal interessieren, wie die beiden Vorzeigechristen sich morgens auf dem Flur begegnen, wie die sich begrüßen, so christlich wahrscheinlich. Guten Morgen, Kain! Guten Morgen, Abel! Es ist ja das... Das war eine biblische Anspielung. Ja, jetzt. Natürlich, hell gemerkt. Es ist das, was mich so fertig macht. Es geht um die Welt, es geht um Europa, es geht um Schicksale, es geht um Menschlichkeit, es geht um alles. Und die Bayern-Kombo kommt an und sagt, was für ein Blödsinn, es geht um die Landtagswahl im Oktober, es geht um die absolute Mehrheit für die CSU. Und die mächtigste Frau der Welt kommt an und sagt, es geht um mich. Das mit der mächtigsten Frau der Welt haben Sie jetzt als Witz gemeint? Nein, sie hat doch alle diese Titel gehabt. Miss World, Miss Europe, jetzt ist der letzte in Vorbereitung, Miss Erfolg. Aber in dieser ganzen... Ein Wortspiel. In dieser, ja. Was ich so toll fand, wie die SPD sich durchgesetzt hat. Die auch, also... Was? Ja, die hat sich... Die hat, war ich also, im Ausland? Haben Sie nein. Urlaub gehabt? Andrea Nahles, das neue, frische, unverbrauchte Gesicht der SPD, bei dem er... Den Eindruck hat, sie hat schon unter August Bebel gedient. Sie hat es als Erfolg gefeiert, dass die von Seehofer geplanten Transitzentren jetzt nicht mehr Transitzentren heißen, sondern Transferzentren. Mit so wenig ist die SPD heute schon zufrieden. Ein Akt der Humanität. Das feiert die CSU als Asylwende, dass täglich 2 bis 4 Geflüchtete in einer Polizeistation befragt werden sollen, bei weltweit 69 Millionen Flüchtenden, die unterwegs sind. Das ist ein Masterplan der ganz besonderen Art. Wobei ich, wenn ich an der Stelle das anfügen darf, ich beeindruckt war, dass Frau Nahles diesen unglaublichen Satz gesagt hat, wir können alle auf der Welt diese ganzen Millionen nicht alle aufnehmen. Ja. Hat das irgendjemand vorgeschlagen? Nein, sie hat es auch nicht berechnet, weil wenn es so wäre, würde die Erde aus ihrer Achse eiern und wir wären im Nichts. Aber sie macht doch das Spiel der AfD und der CDU und CSU, wenn ich das mal sagen darf. Nein, sie will die Kernwähler zurückgewinnen, Frau Nahles, was ihr auch gelungen ist. Mit so einem Satz? Ja, weil nach einem Zwischentief von 17% schnellte sie rapide empor auf 18. Das wertet sie schon als Erfolg, das muss man auch mal sehen. Die CSU hingegen, da hat die Schmierenkomödie der letzten Wochen ja gezeigt, sie sind auf 38% gesackt. Auf 38%, ich sage immer noch so viel, ich bin da ratlos, ich lebe ja im Freistaat. Und ich sage, leben dort wirklich noch so viele Menschen auf einsamen Almen oder in Erdhöhlen, die nichts von dem mitbekommen, was um sie herum passiert? Wir hätten davon ja eigentlich auch gar nichts mitkriegen sollen, weil eigentlich waren wir doch abgelenkt, es war doch Fußball-WM. Aber wir sind doch hier in Frankfurt. Hier ja, ist eben, die Otto-Fleck-Schneise. Und was? Die Otto-Fleck-Schneise, der Tempel des Bösen. Die vierte Landebahn, Startbahn? Was? Nein, der DFB. Was? Der DFB, die Finanzamtsbescheißer, das ist die Abkürzung dafür. Der DFB residiert dort und der hat doch ein ganz, also die sind ja alle noch im Urlaub. Ich habe ja auch gedacht, wir haben einen ruhigen Sommer als Kabarettisten, weil wir auch hätten, sagen, 4 Wochen Fußball, was auch die Politik doch immer so liebt. Diese 4 Wochen, in denen ihr Volk abgelenkt ist. Was wollen Sie denn jetzt mit Fußball? Dieser blöde Fußball ist ein zentrales Thema, das ist noch nicht aufgearbeitet. Dafür stehen wir hier auch auf der Bühne, dass wir das tun. Was? Dieses Desaster von Russland aufzuarbeiten. Nein, machen Sie es. Machen Sie es. Wenn es die Leute mittragen, machen Sie es. Ich nicht. Ich kenne die Sportart, ich habe davon gehört. Ja. Es interessiert mich nicht. Also ich sage, sind wir bei dem Punkt. Ja, weil das haben wir auch. Alles das Recht. Das ist genau wie er, das haben auch viele gesagt, es gibt Wichtigeres im Fußball. Das saublöde war, dass sich das unsere Nationalmannschaft in der Begegnung gegen Südkorea auch gesagt hat. Ich habe mir das Spiel angeguckt, es waren 2 Stunden verlorene Lebenszeit.
Und für die Politik war es tragisch, weil sie normalerweise sagen kann, ja, da sind wir immer so schön abgelenkt, da können wir, das Volk ist ruhig gestellt, wir können die ganzen Sauereien durchwinken, Tor für Deutschland und Abgabenerhöhung, Steuererhöhung und die Parteienfinanzierung, dann haben wir aber nicht so viele Tore geschossen, obwohl die Fußball-WM im Vorfeld auch schon politisch war, busy, oder? Nach dieser Trikotaktion, diese Frage, stehen Özil und Gündoğan in der Startelf? Und wenn ja, wer von den beiden nimmt Erdogan als Einlaufkind an die Hand? Schon haben wir uns auf. Wir haben uns wieder über die falschen Dinge aufgeregt. Wir haben uns über zwei Fußballer aufgeregt, die einem Despoten ein unterschriebenes Trikot gereicht haben. Aufreger, Skandal, Bundespräsident Steinmeier hat beide zum Rapport ins Schloss Bellevue bestellt. Danach Pfiffe bei jedem Ballkontakt. Ich habe mir gedacht, Moment mal, wo sind wir? Die Kanzlerin hat dem selbsternannten Sultan von Ankara regelmäßig wahlwirksam ihre Aufmerksamkeit und ihre Aufwartung gemacht. Sie empfängt ihn im Herbst mit militärischen Ehren, weil Steinmeier, der Genosse Präsident, so blöd war, ihn einzuladen. Wir liefern nach wie vor wie die Dollen Waffen an die Türkei, an ein Regime, das in sein Nachbarland einmarschiert, um in Afrin ethnische Säuberungen vorzunehmen, um die leidigen Kurden endlich loszuwerden, was die nächste Flüchtlingswelle auslösen wird. Würden wir Trikots an die Türkei liefern, würde ich sagen, Chapeau. Aber da bleibt alles ruhig. Da bleibt alles ruhig, da kommen keine Pfiffe bei öffentlichen Auftritten der Kanzlerin, da fliegen keine Backsteine in die Fernseher, da heißt es einfach nur, naja, so ist es halt, ne? So geht Politik. Aber wenn zwei Fußballer, mein Gott, da sagt man sich halt, dumm kickt gut und gut ist. Aber es war ja nur ein Ventil. Da haben die Stammtische ein Ventil gebraucht und die hatten es gefunden. Der Özil, endlich wieder ein Sündenbock. Uli Hoeneß, der Ehrenmann, war der Erste, der losgelegt hat, der gesagt hat, endlich hat der Spuk ein Ende. Die ganzen letzten Jahre hat Özil nur Dreck gespielt. Und dann hat der Bayerische Rundfunk den abgeschnitten, weil der hat noch weitergeredet und hat gesagt, einen Dreck, wie ich ihn bei der WM nur von Spielern gesehen habe, wie einem Thomas Müller, einem Joshua Kimmich, einem Toni Kroos, einem Jerome Boateng, einem Mario Gomez. Und gesagt, Uli, halt's Maul! Das sind alle noch aktive oder ehemalige Spiele vom FC Bayern. Und dann hat der Bayerische Rundfunk das ganz schnell weg. Aber die Stammtische waren da, da konnte man seinen Gefühlen mal freien Lauf lassen. Der Ziel war's, der, genau. Und der nicht gespielt hat mit seiner Klubschauche, der war's, der soll wieder für die Türkei spielen und da ist Ruhe. Kann er aber nicht, weil er nur einen Pass hat, den Deutschen. Andere haben gesagt, er soll wieder dahin zurückgehen, wo er herkommt, also nach Gelsenkirchen. Da hat der Manager von Schalke 04, Heidel, nur gesagt, ja, ich weiß nicht, ob Arsenal London uns bei der Ablösesumme da so weit entgegenkommt, dass wir ihn uns leisten können. Habe ich sowieso nie verstanden, was Türke in ihre deutsche Nationalmannschaft verloren haben. Pole, okay. Aber Türke, ein gutes Satz, die Trikots werden umgeflockt, auf denen stand Best Never Rest. Dort steht jetzt Rest in Peace. Ich glaube, damit wäre es eigentlich angebracht. Herr Schramm, wenn Sie jetzt vielleicht wieder kommen würden. Ja. Ah, oh. Das, ja. Interessant. Ich wollte. Ist ein bisschen heiß bei dem Wetter mit dir, ja, ne? Entschuldigen Sie, ich habe mir die Zeit ein bisschen vertreten bei Ihrem Beitrag über Fußball. Ich wollte ein kleines Grußwort loswerden, Landsleute. Wir sind ja hier 50 Jahre international. Das ist eine tolle Geschichte, Erfolgsgeschichte natürlich aus Ihrer Sicht, resultierend aus einer ziemlichen Scheiße, die auf der Welt so läuft, aber das kennen wir ja alle seit Jahrhunderten. Sie machen den guten Part und die Bundeswehr oder der Soldat ist immer für die Dreckarbeit zuständig. Bedauerlich alles, aber man muss sagen, Respekt, haben Sie toll gemacht, schön hingekriegt. Ich habe mir das Haus angeguckt, Sie sind ja in diesem neuen Haus von Medico praktisch 6 Stockwerke, gut Menschen beisammen, ja, tolle Sache. Wobei,
wenn Sie mir mal diese saloppe Bemerkung erlauben, Krieg würden wir mit denen keinen gewinnen. Nicht? Ja, aber Scherz. Wissen Sie, was das Schöne ist? So Leute wie die Gutmenschen fangen auch keinen Krieg an. Ja, verstehe keinen Spaß. Ja. Ja. Aber gut, gehen wir es mal zu. Das war einer aus der Abteilung gut gekontert. Nicht? Ja, trinken wir einen drauf. Ich wollte ans Heute. Diese Erfolgsgeschichte von Medico International dazu nutzen zu sagen, wir bei der Bundeswehr sehen das mit Wohlgefallen. Natürlich, was Sie gemacht haben, wir sind uns nicht immer einig. Ich weiß auch, dass die Führung von Medico International die intensive Zusammenarbeit mit der Bundeswehr bei unseren großen Projekten international ablehnt, was ich sehr bedauerlich finde. Die Bundeswehr hatte nie einen leichten Stand, auch in der Bundesrepublik. Wir haben rein soldatisch betrachtet zwei Weltkriege hintereinander in Sand gesetzt. Da ist die Luft erstmal raus bei der Nummer. Ja. Wir haben uns mit Hilfe der rot-grünen Regierung, falls Sie sich erinnern können, die Älteren, ja, die Mehrzahlbildung heute Abend, mit Hilfe des Duos Schröder-Fischer haben wir die Rückkehr gefunden in das Orchesterkrieg für eine Nation auf dem Balkan. Das wäre mit einer Regierung damals, schwarzen Regierung, Stoiber, Seeborn, Schönbohm, nicht möglich gewesen. Da wäre die Bundeswehr an der Heimatfront im Straßenkampf hängen geblieben. Aber mit Hilfe von der Glaubwürdigkeit von Rot-Grün haben wir zurückgefunden. Und unser Konzept war ursprünglich, das haben wir immer wieder versucht, militante Humanität als tätige Reue. Ja? Das hat jetzt nicht so ganz hingehauen. Ja? Wir haben viele Einsätze gemacht. Unser Standardprogramm war eigentlich Brunnenbohren. Ja? Das kam immer gut an, hat aber mehr wie 2 Monate nicht gezogen von der Bevölkerung. Wir haben feststellen müssen, dass wir in Afghanistan gescheitert sind, was nicht zugegeben wird, was man aber machen sollte, weil wir auch zugeben müssen, da haben wir ein daneben gelangt. Wir haben seitdem nicht wegen unserer schlechten Ausrüstung, sondern wegen der Grundhaltung aus Sorge, wegen der Stimmung an der Heimatfront, haben wir den Ruf bei den NATO-Alliierten, die deutschen Soldaten, die verteilen Buntstifte und Wolldecken. Aber wenn es knallt, sind sie nicht zu finden. Da ist der Weg zum Weichei und zum Schwulen nicht mehr weit. Ja? Das ist unser Status. Und dazu noch der Kannibalismus und die Verrottung unseres Materials. Wir sind in Kannibalisation. Heute, aus aktuellem Anlass, sagen, heute kam aus Kreisen der CDU, wahrscheinlich dem Sommerloch geschuldet, die Aufforderung, die Bundesrepublik Deutschland solle wieder die Wehrpflicht einführen. Ich kann Ihnen aus meiner Erfahrung sagen, das wäre nicht schlecht, aber es hilft nicht wirklich weiter. Warum? Es wird bei der Bundeswehr schlägt bestenfalls ein wohlwollendes Desinteresse entgegen in der Bevölkerung. Eine gewisse Wehrhaftigkeit und Kampfbereitschaft ist nicht zu finden. Dabei gibt es einen demografischen Faktor, der in der ganzen Diskussion gern übersehen wird. Jenseits von links, rechts, oben und ran. Ja? Der demografische Faktor, der die Kampfbereitschaft eines Volkes definiert, ist die Reproduktionsquote. Und die Reproduktionsquote in Deutschland liegt auf einem historischen Tief. Lag mal bei 1,2, jetzt bei 1,4. Das heißt konkret, jede deutsche Familie im Durchschnitt produziert 0,6 bis 0,7 Söhne. Ja? Wenn wir einen deutschen jungen Mann einem Krieg zur Verfügung stellen, müssen wir 2 Familien zusammenlegen, um einen solchen Sohn zur Verfügung zu stellen. Sollte der auf dem Gefechtsfeld draußen bleiben, wie man so schön sagt, verlieren 2 Familien ihre Möglichkeit der Weiterentwicklung. Ja? Allein da heraus
ist eine gewisse Abneigung erkennbar gegen militärische Auseinandersetzung. Das Problem dieses demografischen Faktors gilt übrigens für ganz Mitteleuropa, weshalb ich immer schon die Hypothese hatte, dass wir bis vor kurzem in der EU noch relativ gut miteinander ausgekommen sind, liegt vor allem daran, dass wir keine Söhne haben, um aufeinander loszugehen. Ja? Also von daher auch ein positiver Faktor. Anders, ich möchte ein Beispiel aus der Geschichte führen. Der alte Fritz, der König von Preußen, der wollte europäische Vormacht werden, wie wir Deutschen, aber nicht mit kriegerischen Mitteln. Ja? Er wollte das mit kriegerischen Mitteln, kleines Land, gab wenig her. Der alte Fritz sagt, ich brauche ein stehendes Heer. Er hat ein historisch in der ganzen Welt beachtendes, einmaliges Angebot gemacht. Er hat den ostdeutschen, heute würde man sagen ostelbischen, ostpreußischen Junkern gesagt, ich gebe euch die Freiheit, auf euren Höfen und Gestüten mit Markt, Gesinde, Menschen, Vieh, alles zu machen, was ihr wollt. Ihr seid euer eigener Richter. Ich will dafür nur eins. Ich will einen Sohn von euch. Und zwar nicht irgendeinen, sondern den ersten, weil er der Reproduktionsquote nicht getraut hat. Und der alte Fritz kriegte den ersten Sohn. Gesunde Junkerssöhne, keine verkrüppelten Bauerntölpel, die sich 10, 15 Jahre lang schon auf dem Acker totgearbeitet hatten, sondern richtige Kämpfer. Und das war ein Erfolgskonzept. Der alte Spruch, vielleicht kennen Sie ihn noch, weil Sie mal in der Schule aufgepasst haben, hieß immer, der erste Sohn kriegt den Hof, der zweite Sohn, den kriegt die Kirche, den dritten Sohn kriegt der Krieg. Heute reicht es ja noch nicht mal für den zweiten. Ja? Das heißt, die Kirche geht auch noch leer aus, was man an der Überalterung des klerikalen Führungspersonals auch beobachten kann. Ja? Anders sieht es in Ländern aus, die eine Reproduktionsquote haben, die sich sehen lassen kann. Ich sage hier mal, als kleines Beispiel, Banlieues französischer Großstädte, Reproduktionsquote 4,5, 4,8 aufwärts. Da sind die jungen Burschen kampfbereit. Nicht nur, weil das Testosteron ordentlich lodert, relativ heiß, das Testosteron bei der Hitze. Nicht eher wie bei uns, führt das zu Lethargie bei den älteren Leuten. Junge Leute und warme Außentemperatur, da spritzt das Testosteron aus den Ohren. Ja? Da ist ordentlich was los. Jetzt kommen wir aber mal zum Maghreb, um mal hier das Thema hier aufzufrischen. Ja? Warum laufen denn da so viele junge Leute, fast Mehrzahl Männer, und wollen nach Europa? Die haben eine Reproduktionsquote im gesamten Maghreb, im Nordgürtel Afrikas, 5,0 aufwärts. 60-80% der Bevölkerung im Maghreb sind unter 30 Jahre alt. Die meisten von denen sind arbeitslos, können nicht aus Geldmangel heiraten, was die aggressive Grundstimmung aufgrund des ins Leere laufenden Testosteronausstoßes noch fördert, einen Vorschub leistet. Dann wollen die weg. So, wo wollen sie hin? Nach Süden, ist die Scheiße noch größer. Also nach Norden. So, jetzt, da kommen die übers Mittelmeer. Und sie kommen, und das ist das Problem, jetzt sagen wir mal, juristisch und staatsrechtlich, sie kommen unbewaffnet. Wären die bewaffnet und kämen nicht halb verhungert in der Badehose, dann könnten wir sagen, NATO, Bundeswehr, da machen wir einen Einsatz, so geht's ja nicht. Jetzt kommen die halb verhungert in der Badehose. Das sind überhaupt keine Kombattanten. Aus Kreisen der AfD wird das bereits bedauert. Ja? Wenn vielleicht mal ein paar bewaffnet wären, könnte man sagen, so, jetzt können wir den NATO-Fall Artikel 5 ausrufen. Man könnte zurückschießen. Das wird als Versuchsballon ja schon abgeschossen. Das funktioniert aber nicht. Ja? Deswegen haben wir ja Frontex gegründet, weil Frontex nicht der Genfer Konvention und nicht der Haager Landkriegsordnung untersteht, sondern eigentlich gesetzesfreien Raum hat, in dem wir operieren. Die Bundeswehr ist aus der Sache raus. Wir haben unsere eigenen Probleme, kein Nachwuchs, eine verrottete Infrastruktur. Und wenn Sie 2 oder 2,5% des Bruttoproduktes für die Bundeswehr holen, das wird auch nicht helfen. Ich sage Ihnen eins, die Zukunft gehört einem ganz anderen. Erstens, nicht wie früher, ja, wo gesagt wurde, Landgewinn oder Eroberung ist das erste Ziel, das ist Quatsch. Wir wollen die Länder ja gar nicht haben. Hätte uns eine Afghanistan oder das Kosovo angeboten, wären wir stiften gegangen. Ja?
Die Länder sollen bei sich bleiben. Wir wollen nur ganz bestimmte Aspekte, Rohstoffe und so. Den ganzen Schlamassel können sie gerne behalten. Verstehen Sie? Wir müssen sie nicht erobern und wir sollten sie auch nicht mehr mit Bodentruppen betreten. Der Obama hat doch den Weg gewiesen. Verstehen Sie? Der hat nur noch Drohnenangriffe durchgeführt, war in Amerika 1A angesehen, weil kein Amerikaner mehr damit umkommt. Und wenn wir Deutschen sind führend in der künstlichen Intelligenz bei selbstfahrenden Fahrzeugen auf dem militärischen Gelände. Wir gewinnen ein Start-up-Wettbewerb nach dem anderen bei der NATO, bei der amerikanischen Militär. Wir sind ganz vorne dran. Und wenn keine Weichziele, das Problem ist ja das Weichziel, ja, der Mensch, wenn kein Mensch mehr auf dem Gefechtsfeld, also unter Augen der Kameras Blut zusammenbricht und eine Stunde lang blöde rumschreit, ja, wenn das erstmal weg ist, wenn die Maschinen das erledigen, ist die Akzeptanz eines Krieges deutlich höher. Deutlich höher. Und dann könnten wir eben auch wieder eingreifen und wir überspringen praktisch das Problem mangelnder Kampfbereitschaft, weil wir die Söhne gar nicht mehr in den Krieg schicken. Es gibt dann im Prinzip nur noch juristische Probleme zu lösen. War ein kleines lustiges Beispiel. Ein amerikanischer Oberst, der in der Frühschicht morgens in Nevada in seiner Kaserne 2 Drohnenangriffe befehligt, erfolgreich, fährt nach Ende der Frühschicht mittags um 12 nach Hause, holt seine Tochter vom Kindergarten ab und fährt nach Hause zum Mittagessen. Auf dem Weg nach Hause wird er von einem aktivierten Taliban-Schläfer erschossen. Was ist das? Das ist doch kein Mord. Nach Definition des amerikanischen Präsidenten Bush Jr., wir sind im Krieg gegen den Terror, ist das eine normale Kriegshandlung. Der dürfte gar nicht angeklagt werden. Den könnte man als Kriegsgefangenen irgendwo hinstecken, aber das ist kein Mord. Da verschwimmen die Grenzen. Und das müssen Sie nicht heute Abend überlegen, aber mal langfristig. Eins kann ich nur sagen, ich bedauere außerordentlich immer noch, dass Medico International dem großen, herzigen Angebot von uns, dass sie vielleicht eingebettet in die Bundeswehraktion mitmischen, dass sie das nicht machen, finde ich sehr bedauerlich, ist wahrscheinlich auch durch die ideologische Fixierung der Medico-Führung bedingt, aber da die ja jetzt demnächst wechselt, vielleicht ist die neue Generation ein bisschen offener. Wir könnten zusammen auftreten, sie brauchen keine Uniform, wir stehen anders da, weil wir die militante Humanität verkörpern und dann können wir wieder Fuß fassen und die Menschen können aufblicken und sagen, Donnerwetter, die Deutschen hätten wir ihnen gar nicht zugetraut. Ja. Nur mal als Gedankenspiel. Womöglich muss Medico aber auch in den nächsten 50 Jahren darüber nachdenken, ob sie die ersten Büros in Süditalien, Spanien und Griechenland aufmachen, weil da die Gesundheitssysteme verrottet sind und zusammenbrechen. Da haben sie aber ganz schön zu tun. Ob sie dafür noch genug Spender finden? Ja, es wäre unfall, wenn sie dann noch in den Maghreb müssten. Ja, ich meine, das wäre in den Maghreb. Ja, weil ja. Das wäre ja ganz schön. Weil mich hat am meisten das mit dem Maghreb, weil alle so sagen und die Fluchtursachen und was wir alles haben und wie alles zusammenhängt. Es ist ja eins, das wird Sie vielleicht auch, also seit der Mensch lebt, ist er irgendwie auf der Flucht und in Bewegung. Wenn wir heute hier Genanalysen durchführen, wer eigentlich noch Bio oder sonst wie irgendwo, da würden so viele Sachen zusammenkommen. Ich habe das bei mir mal, weil ich habe Englisch studiert und wir hatten damals geht das, machen Sie jetzt weiter mit diesem linguistischen Scheißdreck und so? Nein, das ist interessant. Linguistik, ja. Das ist also sehr, warte auf, wir machen es so. Ja? Ich fand Ihre Replik vorhin respektabel. Also diese Parade-Reposte, wo Sie gesagt haben, mit denen können wir keinen Krieg gewinnen, aber wir fangen auch keinen an. Ja, war gut, ne? Ja, also für Ihre Verhältnisse Respekt. Wenn Sie fertig sind, trinken wir einen drauf, oder? Ja. Weitermachen. Wenn man den Pegel hält. Ja. Nein, das ist wirklich toll. Können Sie da bleiben? Nein. Oh. Nee, warm. Ich kann Ihnen auch kaltes bringen. Das ist warmes, alkoholfreies Weizenbier. Das ist biologischer Kampfstoff. Was meinen Sie, warum ich so konfus geredet habe? Mein Gott, mit richtigem Alkohol hätte ich doch ganz anders hingelangt. Ich muss ja, also wegen der Sprache, ich war ja noch, und weil der mich von dem Maghreb, ich habe hinten zugehört, hat er mich draufgebracht. Es ist ja, ich bin ja so froh, weil viele werden es gar nicht so an meinem Dialekt erkennen, aber ich komme ja, wie ich immer gerne sage, aus dem tiefsten Bayern. Man vergisst gerne hier in Frankfurt, wie nahe der Feind sitzt. Nein, es ist wirklich,
Es ist Aschaffenburg-Aschebesch und ich muss sagen, ich habe damals Englisch studiert und wir mussten unsere Dialekte so ein bisschen, also mit welchem Dialekt wer die meisten Übereinstimmungen hat. Ich bin dankbar über meinen mainfränkischen Dialekt bei dem, was momentan in Bayern alles los ist, weil wenn ich außerhalb Bayerns gefragt werde, wo ich herkomme, kann ich immer sagen, ja, ich bin da so bei Frankfurt. Das beruhigt ungemein. Und wir haben aber nicht die größte Übereinstimmung mit dem hessischen Dialekt, sondern mit dem Mainzer Dialekt, weil wir früher ein gemeinsames Bistum waren und deshalb das R rollen können und nicht permanent näseln. Und jetzt haben nach Amtsantritt von Markus Söder, meinem neuen bayerischen Ministerpräsidenten, ne, der Markus Söder, der kommt ja aus Mittelfranken. Und da haben Sprachwissenschaftler auch wieder was Interessantes rausgefunden, weil nur in Mittelfranken gibt es diese Abart des interlabialen Ls. Also dieses L. Also man sagt nicht la la la, sondern in Mittelfranken sagt man ja ja ja. Na hast du mal ein Labello. Deshalb habe ich auch nie verstanden, warum der Führer damals ausgerechnet Nürnberg zur heimlichen Reichshauptstadt erklärt hat, weil schon die Begrüßung hey war Blödsinn. Nun haben die aber herausgefunden, dass dieses interlabiale L weltweit nur noch eine Matching Number, eine Übereinstimmung hat, und zwar in einer kleinen Provinz im nordafrikanischen Maghreb. Nur dort wird dieses L, das heißt, man könnte jetzt mit Fug und Recht behaupten, dass Leute wie Lothar Matthäus oder Markus Söder Mittelfranken mit nordafrikanischem Migrationshintergrund sind, was manche Debatte in der letzten Zeit etwas entkrampfen würde. Es ist so, was wir alles uns haben anhören müssen an neuen Begriffen, Asyl, Tourismus, als würden die irgendwo mit ihren Schlauchbooten einen Tag Erholung auf See, Anti-Abschiebeindustrie, Migrationspartnerschaften, dieser ganze Mist, dann die Obergrenze musste auch weg, weil alle gesagt haben, oh, da müssen wir aufpassen. Die Kanzlerin hat gesagt, mit mir wird es keine Obergrenze geben. Und damit an ihr nichts kleben bleibt, damit man sie mit dem nie in Verbindung bringt, was sie seit 13 Jahren macht, Politik, haben Innenexperten gesagt, da brauchen wir einen anderen Begriff. Damit sie für uns das bleiben kann, weshalb wir sie so lieben, das unbefleckte Verhängnis. Und dann haben die gegrübelt und gegrübelt und gesagt, okay, wir wollen es flexibel gestalten. Wir nennen das nicht mehr Obergrenze, wir nennen das ab jetzt atmender Deckel. Kein Witz, atmender... Ich weiß nicht, in welchen Bunkern die von uns bezahlten Beamtennasen hocken, die sich dauernd diese Begriffe ausdenken. Atmender Deckel. Ja, was? Noch ein Remake von Winnetou? Häuptlinge, atmender Deckel. Und das Feuerwasser in Konferenzraum 12. Das sind die gleichen Leute, die uns seit Jahren auf die Frage, wie kriegen wir weltweit die Migrationsbewegungen in den Griff, die gleiche Kassette abgespult bekommen. Wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen. Ist seitdem irgendwas passiert? Haben wir je was anderes gehört? War irgendwo irgendwas anderes? Wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen. Immer wieder. Wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen. Hat die EU ihre knebelartigen Freihandelsabkommen mit Afrika auf Eis gelegt, die lokalen Märkte vor Ort zerstören? Nichts ist passiert, aber... Wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen. Hat die EU... Hat die EU ihre aberwitzigen Agrarsubventionen und den Export von Schlachtabfällen und Hühnerklein eingestellt, die den Kleinbauern in Afrika das Wasser abgraben? Nichts ist passiert, aber wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen. Haben wir irgendwas seitdem gemacht? Haben wir mehr Gelder zur Verfügung gestellt? Olaf Scholz hat die Mittel für die Entwicklungshilfe gekürzt, wahrscheinlich um so die Fluchtursachen zu bekämpfen. Haben wir konkrete Hilfsmaßnahmen? Okay, die Kanzlerin ist öfters vor Ort in Afrika. Ganz uneigennützig. Verhandelt dort, damit die Fluchtwilligen im Kontinent verbleiben. Verhandelt vor Ort mit den übelsten Diktatoren. Scheinbar ist sie beim Erdogan auf den Geschmack gekommen. Verhandelt mit Diktatoren, die zum Teil vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag angeklagt sind. Da ist sie schmerzfrei. Da geht sie hin, getreu ihr Motto, ich bin der Liebling der Despoten. Natürlich mimt sie auch immer die Barmherzige. Sie hat ja immer ihren Journalistentrost dabei, die Bild-Zeitung mit ihren ständigen Enddarmbewohnern, Jan Reichelt und all den anderen. Und wenn da an irgendeiner Kamera das Rotlicht angeht, da ist sie on alert. Da wird sie gefragt, ja, ist schon schlimm hier, das geringe Durchschnittsalter der Bevölkerung. Sagt, ja, das ist schlimm. Keine Schulbildung, kein freier Zugang zum Trinkwasser. Das ist schlimm.
keine Perspektive für die Jugend. Das ist schlimm. Dann linst sie immer ganz treuherzig in die Kamera und meint, es kann nicht sein, dass uns das nicht interessiert. Und dann kommt kurz danach immer der Seehofer und sagt, warum sollte uns das interessieren? Und dann denkt sie kurz nach und sagt, da hast du auch wieder recht. Weil sie weiß, dass sie die EU auf ihrer Seite hat. Die EU, die nur noch ein Mittel kennt, Grenzen schützen um jeden Preis. Wir bekämpfen nicht mehr Flucht, wir haben es noch nie bekämpft. Wir bekämpfen keine Fluchtursachen, wir bekämpfen die Flüchtenden und die Leute, die sie aus der Seenot retten. Das ist die Realität, die wir im Moment haben. Wir machen Auffanglager. Wir wollen Auffanglager in Nordafrika. Libyen wird jetzt ins Boot geholt. Nach Afghanistan schieben wir wieder ab, weil die Kanzlerin gesagt hat, wir können da wieder abschieben, weil ich habe ein Gutachten vom Auswärtigen Amt, das besagt, dass Afghanistan in Teilen sicher ist. Auf Nachfrage, in welchen Teilen, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Libyen wird mit ins Boot geholt. Libyen ist ein reines Rückzugsgebiet für den Islamischen Staat, ist ein Failed State. Mit Libyen machen wir eine Migrationspartnerschaft. Ich vermute mal, demnächst wird Uschi von der Leyen, wieso ist die eigentlich noch im Amt? Hat uns nichts gebracht, außer Kosten ohne Ende, hat die Bundeswehr umbauen, familienfreundlich gestalten, Kitas in Kasernen, Panzer, Leopardpanzer mit Maxikosis nachrüsten, die Einstiegsluken für Schwangere, Soldatinnen verbreitern. Sie hat für 112 Millionen in den letzten 4 Jahren Gutachten an Unternehmensberatungen, KPMG zum Beispiel, Kinder prüfen mein Geschäft, in Auftrag gegeben, die ihr verraten sollen, wie man bei der Bundeswehr mehr Geld einspart. Und trotzdem hat sie in den letzten mehrere Militär-Marine-Hubschrauber bestellt, die im dreistelligen Millionenbereich, die ein Überflugverbot für Nord- und Ostsee haben, was ja auch der Sinn eines Marine-Hubschraubers ist. Dass er über dem offenen Meer nicht mehr, wahrscheinlich wenn demnächst U-Boote in Kieler Werften mit Achsen und Gürtelreifen nachgerüstet, damit sie autobahntauglich sind. Aber es wird nicht mehr lange dauern. Dann schickt Uschi von der Leyen 3 Bundeswehrsoldaten nach Tripolis und Libyen wird zum sicheren Herkunftsland erklärt. Dann kommt noch der Kretschmann dazu und meint, im Grunde genommen global betrachtet, ist doch die ganze Welt ein sicheres Herkunftsland. In Libyen sollen sichere Aufnahmeeinrichtungen, Libyen selbst, das Auswärtige Amt, die Gutachten werden dann beiseite gewischt, berichtet von grausamen KZ-ähnlichen Zuständen. Das ist der EU egal, wenn die Außengrenzen geschützt werden. Hat auch Seehofer mit Sebastian Kurz, die Achse der Willigen, der Österreicher sagt, die Ochsen der Willigen eingerichtet. Und hat gesagt, wir machen keine Rücknahmeabkommen, aber Österreich und Bayern werden dafür sorgen, dass die Südgrenzen am Meer geschützt werden. Österreich und Bayern mit ihren weltbekannten Marinesystemen. Wahrscheinlich schicken die Österreicher 3 U-Boote und die Bayern ziehen 4 Ausflugsdampfer vom Tegernsee ab, die sie irgendwo da unten hinschicken werden. Hauptsache die Außengrenzen werden geschützt, sagt der Friedensnobelpreisträger EU, der seine Grenzen jetzt willkürlich nach Afrika verschiebt. Okay, das ist eine alte Kolonialtradition. Ne? Unsere Freiheit wird am Hindukusch verteidigt und die EU-Außengrenze liegt neuerdings halt mitten in der Sahara. Ich habe mir gedacht, wer der Putin käme mal auf so eine Idee. Würde irgendwann mal sagen, wir kaufen die Sowjeten, Broli, verschieben wir Krim nach Mallorca. Da hätte er Spaß, aber ein Loch. Aber nein. Die Festung Europa muss ausgebaut werden, hat die EU bei ihrem letzten Gipfel noch betont. Die gleiche EU, die sich neulich noch über die Mauer aufgeregt hat, die Donald Trump zu Mexiko bauen will. Dabei hat die EU ihre eigene Mauer schon längst eingelassen in Flüssig, das Mittelmeer. Und da darf niemand mehr hin, weil wir diese Bilder nicht mehr ertragen von Ertrunkenen. Das wollen wir nicht. Gell? Wenn es in der Wüste irgendwo, das ist weit weg, da ist es auch den Kamerateams zu heiß. Bald wird auch Angela Merkel in das gemeinsame Hohelied mit einstimmen, von wegen, meine Mauer ist das Meer und das Elend bleibt uns ferne.
schafft's der Neger nicht zum Kai. Ist er uns ganz einerlei und bei jedem EU-Gipfel musst du dir es wieder anhören. Da lobe ich mir einen Altrecken wie Norbert Blüm, der neulich in einem Gastbeitrag in der Süddeutschen Zeitung geschrieben hat: Freunde, wo ist euer C geblieben? Von CDU und CSU, wo ist euer C geblieben? Und er endet seinen Beitrag mit dem Satz: Wenn es Europa, der reichste Kontinent der Welt mit 511 Millionen Einwohnern, es nicht schafft, wenigstens 5 Millionen arme Seelen aufzunehmen, dann können wir gleich moralische Insolvenz anmelden, dann sperren wir den Laden Europa zu und werfen den Schlüssel einfach weg. Da das muss ist, ein Norbert Blüm kommen. Ja. Ist es? Ja, sehr gut. Da muss. Ich war nie ein wirklicher Freund von Norbert Blüm. Ich auch nicht. Können Sie sich erinnern, was Herbert Wehmer zu ihm gesagt hat? Die soziale Badehose der CDU. Aber der Satz, ich habe auch einen Satz noch, vielleicht zum Schluss sogar, nicht? Ein bei vielen Menschen in der Bundesrepublik hoch angesehener politischer Denker hat gesagt: Das Gebot der christlichen Nächstenliebe verlangt von uns materielle und geistige Opfer, um das Überleben von Millionen von Menschen sichern zu helfen. Das Bestreben, dem Grundgesetz auf Leben weltweit Geltung zu verschaffen, muss zum moralischen Imperativ der deutschen Politik werden. Wir müssen anders leben, damit andere überleben. Dieser Beitrag ist 35 Jahre alt und stammt von Helmut Kohl. Was? Kurz nachdem er die Kanzlerschaft übernommen hatte. Was will uns das sagen, Herr Priol? Das will uns sagen, mussten wir so weit kommen, dass wir uns nach zwei so Figuren wie Norbert Blüm und Helmut Kohl zurücksehen müssen. Ja, was sagt das über das, was geschehen ist, und was sagt das über das, was uns bevor, was kommt denn nach denen, wenn wir uns zurücksehnen nach solchen Sätzen, wie Blüm sie geäußert hat und Helmut Kohl vor 35 Jahren geäußert hat? Was heißt das? Was kommt denn danach, nach dieser Die Jungen in den etablierten Parteien der Bundesrepublik Deutschland waren traditionell seit Jahrzehnten immer der linke Flügel ihrer Partei, egal in welcher Partei sie waren. Die Jugendorganisationen waren immer der linke Flügel. Die Junge Union ist der rechte Flügel der Union. Was sagt uns das? Die FDP vielleicht? Das ist doch dasselbe. Julis, junge Liberale, warum ist Gerhard Baum noch in der FDP, frage ich Sie. Ein Nostalgiker wahrscheinlich. Christian Lindner, die Zukunft, das ist doch ein Grauen. Christian Lindner, wer ist der Vorsitzende der Jungen Union? Pavel Zimiak, ein Flüchtling in den 80er Jahren, weil seine Eltern Ärzte waren in Polen und die haben gehofft, dass sie hier mehr Geld verdienen können. Und deshalb sind sie mit ihrem jungen Pavel, der jetzt gegen die anderen Flüchtlinge schießt, rüber nach dort gemacht. So, da haben wir es doch. Dobrindt war auch mal in der Jugendorganisation. Auch ein junger Mensch, ja. Nachwuchs. Jens Spahn ist Nachwuchs. Julia Glöckner ist Nachwuchs. Lindner wohnt bei Jens Spahn zur Untermiete. Was? Der wohnt bei dem zur Miete. Die haben die Achsen doch schon geschlossen. Die Julia Klöck ist auch. Man kennt diesen alten Film, wo junge Menschen so früh vergreisen. Der Innenexperte der CDU, 25 Jahre, Philipp Amthor. Wenn Sie nicht kennen, gehen Sie ins Internet. Lassen Sie sich von Ihren Enkeln zeigen, wie das geht. Gehen Sie ins Internet. Der ist fortschrittlich, der hat sich im 3D-Drucker als Alfred Drecker ausdrucken lassen. Sie machen blöde Witze. Nein, das ist so. Das wir wissen alles, was es gar nicht gibt. Das ist der Nachwuchs.
Das ist der Nachfolger. Entschuldigen Sie, aber jetzt, so können wir doch jetzt nicht aufhören, oder? Nee, so können wir eigentlich nicht aufhören, aber ich fürchte fast, wir müssen es, weil wenn ich jetzt an Leute wie Amthor, Lindner, Spahn, Klöckner, all die anderen denke, dann glaube ich, müssen wir ganz dringend was trinken gehen. Das ich glaube, pass auf, wir machen das so. Vielleicht müssen wir sagen den Leuten auch, sie sollen trinken. Und viel. Ja, und auch Wasser zu nehmen. Genau. Ja. Und auch ohne nachzudenken. Ich empfehle Alkohol. Trinken Sie Alkohol. Ja. Egal. Danach kommt Musik. Es kommt außergewöhnliche Musik. Ja. Trinken Sie, füllen Sie dehydriert Ihren Bedarf nach Flüssigkeit auf und nehmen Sie ruhig ein Schüsslein Alkohol dazu. Wir sind ja einige auch aus meinem Bundesland, aus Bayern da, denn wir haben ja die bayerisch-hessische Schicksalsgemeinschaft im Oktober. Es ist ja soweit am 14. Oktober bei mir die Wahlen und am 28. Oktober in Hessen die Wahlen. Trinken Sie sich das Ergebnis schön. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Sein. Vielen Dank. Und danke, Medico. Dass Sie bei. Ja, ach so, ja, bitte. 50 Jahre? 50. Wir fürchten, dass 50 Jahre nicht reichen werden, um die Ziele von Medico, das Grundrecht auf Gesundheit weltweit zu verankern, reichen werden. Aber es gibt viele Leute, die haben einfach gemacht und gemacht und gemacht, weil für sie gar keine andere Wahl besteht. Das gilt für uns. Wir sind nicht freiwillig hier heute Abend. Nein. Es geht nicht anders. Trinken Sie und bleiben Sie im Medico. Aber, meine Damen und Herren. Ist Ihnen auch, ist Ihnen eins aufgefallen? Was? Ist Ihnen eins, da müssen wir jetzt noch mal drüber reden. Das war toll. Mir ist gerade noch was eingefallen. Ist Ihnen aufgefallen, dass bei den kritischsten Sätzen immer diese Flieger kamen? Da sollten wir mal drüber reden. Komm, einfach.